Kurz vor dem FIFA-Kongress in Zürich hat die Schweizer Polizei 6 Funktionäre des Weltfußballverbands festgenommen. Einen entsprechenden Bericht der New York Times bestätigte die Schweizer Justizbehörde. Unter den Festgenommenen, denen Betrug, Erpressung und Geldwäsche vorgeworfen wird, sollen auch Mitglieder des Exekutivkomitees sein. Ihnen droht laut New York Times eine Auslieferung in die USA. Wie das Schweizer Bundesamt für Justiz mitteilte, werden die Festgenommenen verdächtigt, Bestechungsgelder in Millionenhöhe angenommen zu haben. Der für den Bezirk Ost von New York zuständige Staatsanwalt ermittelt gegen diese Personen wegen des Verdachts der Annahme von Bestechungsgeldern und verdeckten Provisionen seit Beginn der 90er Jahre bis heute, teilte das BJ mit. Insgesamt sollen über 100 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern geflossen sein. FIFA-Präsident Sepp Blatter, der am Freitag für seine 5. Amtszeit kandidiert, soll nicht zu den Beschuldigten gehören. Einziger Gegenkandidat ist Prinz Ali bin al-Hussein aus Jordanien.